Au, mein Finger! Ach, keine Angst, ich habe mich nicht gesägt. Ich habe mir nur mit dieser Mutter hier aufs Nagelbett gehauen. So. Echt schwierig, solche kleinen Scheißteile zu sägen. Ja, ich hab's überlebt. Gut, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neun so eine Stücke? Meine Güte, ey. Das war ein Fitschelkram. So. Was haben wir denn hier noch? Ah, jetzt brauche ich, wie gesagt, erstmal Pause. Ich werde jetzt für heute, werde ich jetzt Feierabend machen. Mir tun so dermaßen die Fingergelenke weh von dem Festhalten von diesen kleinen Teilen. Aber es ging halt nicht anders zu sägen. So kleine Teile, das ist wirklich schwierig. Deswegen für heute ist Schicht im Schacht. Ja, komm schon. Ach, was ist denn das hier? Gut. Jetzt muss ich mal was testen. Und zwar, wo habe ich das? Ach hier. Jetzt werde ich mal was probieren. Und zwar,
das noch ein bisschen schleifen. So. Rundschleifen noch. Jo. So, einmal, dann bisschen den Bleistift bzw. vom Abtauschen das Kohlepapier wegschleifen. Beides mal ein bisschen Abwechslung vom Sägen und zwischendurch mal ein bisschen schleift.
gut aus. Vielleicht mal mit ein bisschen gröberen erstmal. So, ich muss mal kurz an die Tür. So, da bin ich wieder. Gut. Hier die Seite noch. So, jetzt noch die Kanten ein bisschen begradigen. Oder anschleifen, besser gesagt. Aber erstmal gucken, ob das hier reinpasst. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Gut. Dann werde ich aber hier drinne, werde ich noch mal ein bisschen mit einer Feile. Was Gutes getan. Was hast du? Ja, was Gutes getan. Was Gutes getan? Ja, ich habe den Busfahrer den Prospekt mitgebracht von Kaufland, weil er mich gemacht nachgefragt hat. Ach so. Möglicherweise, weil der das, die kriegen das irgendwie nicht bei sich und ja, er wollte schon gern wissen, was sie. Also, hast du 50 Euro dafür gegeben? Nein, Spaß. Nee, aber das ist ja kein Problem. Also, gehst du nach Kaufland rein? So, also, ja, der Prospekt war mitgebracht, soll er das nicht gerne machen. Oh. Ja. Ach, der ist ja immer ganz, ganz freundlich. Ich glaube, der wohnt in der Nähe von Wacken oder so, glaube ich. Also ich muss mal mit die Trichter. Das ist etwas älter mit einer Brille. Okay. Ja. Besser passen.
Ja. Gut. Dann nehmen wir ein bisschen Holzleim. Gar nicht viel. Ups, das war schon wieder viel zu viel. Naja. Gleich zuschrauben, sonst trocknet er aus. Ist dann auch scheiße. Gut. Dann machen wir das so. Ich nehme ganz gerne diese Zahnstocher dafür. So, dann was hier so rausquillt, das nehme ich mit dem Zahnstocher auch weg. Alles was rausquillt ist zu viel. So. Mal Schatzi, Hänsel und Gretel. Ja, die habe ich doch eigentlich schon erkannt. Das ist die so. So sehen die beiden aus. Bisschen Leim ran. Gucken, dass nirgendwo was raus. Ausquillt großartig. Aber. Das trocknen. Der zieht ja schnell an, der Leim, das ist ja das Gute daran. Der ist ja innerhalb von 5 Minuten hat er ja angezogen. Steht ja auch drauf hier, Express 5 Minuten. Ja. Reicht für ca. 3,7 Quadratmeter. Da kann ich 100.000 Schiffbögen mitbauen. Das ist. So, für heute ist Feierabend, würde ich sagen, weil geht gar nicht. Ich bin total im Arsch davon jetzt. So, die Säge kommt hier rein. Das kann ich ausspannen. Boah, an diesen dünnen, ey, da muss man so aufpassen, dass man sich nicht in die Pfoten reinhaut. Ich habe ja schon einige Stellen, wo ich mir den, ja, am Daumen sieht man es schlecht, aber hier. Gut. Oder Stollen? Ja, ich gucke, ob die schmecken hier vom Kaufland. Ich weiß es jetzt nicht. Wollen wir mal gucken. Ah, der Dresdner ist immer so teuer, ne? Das ist der beste Stollen, der Dresdner Christstollen. Ja. Yay! Pumpkin Spice. Mit Kürbis? Wie? Was mit Kürbis? Hab ich der steht doch hier drauf, Pumpkin Spice. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Oder ist es nur die Form? Ups, habe ich gar nicht drauf geachtet. Testen wir gleich mal. Ja, mach mal. Halloween ist doch durch. Die, ich kenne die ja gar nicht, ne? Wer hat das Original? Ja, die sind ja sonst sehr teuer. Die waren im Angebot und ich dachte, naja. Also lecker riechen tun sie ja schon mal, wie Karamell halt, ne? Ich habe mich drauf geachtet. Ey, gut, Kürbis mag ich ja. Ich wusste es nicht. Oh. Kann man essen. Ja, das ist okay. Dann nicht.
Ja, die schmecken anders als die normalen Wertos. Also weiß nicht. Weiches und cremiges Karamell mit Kürbiskuchen. Mit Kürbiskuchen Zimtgeschmack. Ja, irgendwas schmeckt da anders raus, aber ich weiß nicht, was es ist. Zimt? Auf jeden Fall lecker. So. Er schmeckt so ein bisschen. So weihnachtlich. Echt? Ja, doch, Zimt schmeckt man raus. Schmeckt so ein kleines bisschen wie, ihr kennt ja diese Zimtsterne. So ein ganz kleines bisschen schmeckt das so noch. Aber lecker. Erst habe ich ja I gesagt, ist ja normal bei mir. Ich sage immer erst mal I. So. Güller. An Güller gibt es eine Dürze aus. Meine Frau hat mir was mitgebracht. Das habe ich gestern bei Netto gesehen. Das hatte ich mal probiert. Ich dachte, probierst es mal aus. Milk Banana. Das ist irgend so ein asiatisches Zeugs. Keine Ahnung, wo das herkommt. Asia Express Food. Habe ich mal gedacht, naja, nimmst du mal mit gestern, ne, wo wir bei Netto waren. Nachdem wir ja Minka begraben haben, waren wir ja bei Netto drin und haben eingekauft. Da habe ich das gesehen, da haben sie Banane. Das hier, dann haben sie irgendwas mit Joghurt und Erdbeer. Aber da ich Erdbeer nicht so, ich stehe nicht so auf Erdbeer, vor allem auch nicht hier so Erdbeerjoghurt oder irgendwie sowas, ist nicht meins. Dachte ich, probiere ich mal aus. Das schmeckt richtig geil. Das ist schon süß. Also jetzt finde ich es nicht zu süß, aber halt süß, ne? Und schmeckt richtig krass nach Banane. Also wenn ihr das mal seht und das noch nicht kennt, probiert das mal. Ach, Korea, genau, aus Korea kommt das. Korean Cream Soda. Das ist voll lecker. Hat ein bisschen Kohlensäure. Sieht so aus. So ein bisschen. Ja. Leichten Gelbstich. Sieht ein bisschen aus wie. Ja, keine Ahnung. Riecht auch voll krass nach Banane. Das schmeckt lecker. Mmh. Wie so eine richtig schöne, reife Banane. Schmeckt auch gar nicht so künstlich. Ich habe es gedacht, naja, schmeckt vielleicht so übelst künstlich. Oder nach Süßstoff oder irgendwas, aber richtig lecker. Jo, wir haben es jetzt 14.16 Uhr schon. Ihr seht, wie das aufhält, so kleine Sachen. Also wie gesagt, ich muss mir nächstes Jahr unbedingt eine Dekopiersäge besorgen, weil gerade diese kleinen Sachen hier, das, wenn ihr das auszusägen, war echt ein Krampf. Ne? Unbedingt den Topf da oben. Kauf dir einen! Die kommt da nicht ran, weil er so klein ist. Ja, weil sie dir als Kind immer auf den Kopf gehauen haben, weil du frech warst. Ja. Deswegen bist du so klein. Das kann sein. Ein freches Mädchen bist du gewesen. Das sind mal die Leute geärgert. Mhm. Sagst du auch noch? Mhm. Ja, früher habe ich ja viel mit Jungs zusammengehangen und die waren ja immer so frech. Keine Einzelheiten in der Öffentlichkeit. Nee. Aber ich war ja, wie gesagt, also diese
kleinen Dinger, das war echt ein Krampf, ne? Ich muss mir nächstes Jahr unbedingt, wie gesagt, so eine dicke Biersäge besorgen. Muss ich mal schauen. Ich will auch nicht eine, ich meine, die kriegt man ja teilweise wirklich schon sportbillig, ne, für, keine Ahnung, 60 Euro oder so. Aber mir kann keiner erzählen, dass die Dinger was taugen, weil, weiß ich nicht. Irgendwo muss der Preis daherkommen und so eine Maschine für 60 Euro herstellen, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Franz hatte mir ja die eine geschickt von Einhell, die kostet 109 Euro. Davon gibt es ein neueres Modell, sagt er, und er hat die ältere Ausführung und ich habe sie gesehen, ich weiß nicht mehr wo, für 77 Euro dieses Modell, was er mir geschickt hat. Ich denke mal, das ist dieses ältere Modell und das für 109 Euro wird wohl die neuere Version sein. Was machst du da eigentlich? Den Topf hier? Ja. Oh, ich komme aber auch gerade so hoch, ey. Arschkalte Pfoten, ich friere wie die Sau. Oh. Ist echt kalt. Ja, der Hunger ist das bei mir. Ich merke das auch, ich kriege leicht Kopfschmerzen. Also ich sag mir, verstorben ist, ey, das ist bei mir. Ah, ich habe aber auch die Nacht wieder so grausam geschlafen. Ne? Ich komme nicht zur Ruhe, ich kann momentan auch nicht gut essen und habe ja Beinausbrüche, das ist echt schlimm. Ne? Naja, das braucht halt eine Weile was, ne? Bis das wieder, bis das ein bisschen leichter wird. Schlimm war es ja vorhin, hier draußen läuft eine Katze, die sieht ja Minka sehr ähnlich. Ne? Ja. Das war so lustig, wo wir noch in Thüringen gewohnt haben, in Meining. Da ist auch eine Katze rumgelaufen, die sah aus wie Minka. Da waren wir noch nicht so lange zusammen, da waren wir auch noch nicht verheiratet, da war Christopher noch nicht da. Nee, stimmt. Und hat sie mir erzählt, kommt sie vom Einkaufen rein, war total durch den Wind und hat gedacht, Minka ist mir ausgebüxt und ist draußen rumgerannt und sie ist draußen zu der Katze. Minka, kommst du wohl her? Kommst du wohl her? Aber weil sie dachte, das wäre Minka gewesen und dann hat sie Minka in der Wohnung gesehen, wo sie reingekommen ist und dann, wow. das war voll lustig. Minka! Ich hab auch gedacht, was will die denn von mir? Ich dachte, oh nein. Ich dachte, das kann man jetzt nicht machen. Steht dann groß in der Zeitung im Meininger Tageblatt: Katze wurde entführt. Naja. Auf euch, Banana Show. Ja, Prost. Banana-Banana-Tow. Was ist denn das andere da in der Flasche hinter der Cola? Ist das Apfelsaft oder was ja, ist das? Ja, der war im Angebot, der ist ja richtig teuer normalerweise. Ja, das sieht auch schon so teuer aus. Ne? Ja, der hat jetzt 1,79 gekostet. Der kostet aber, glaube ich, irgendwas mit 2,69 Euro. Bestimmt kein schlechter Saft. Wo kommt der her? Vor dem Öffnen kräftig schütteln. Niehoffs Weihinger Fruchtsaft GmbH Bahnhofstraße 40 in Lauterecken. Lauterecken. Direktsaft 100% Fruchtgehalt. Zutaten: Apfelsaft, Antioxidationsmittel und Ascorbinsäure. Ja, das ist. Oh, das hast du ja Ascorbin. Aspirin ist doch keine Ascorbinsäure drin, oder? Doch, soweit ja? Ich weiß ja. Ja, naja, das ist. Wer das auch weiß, kann das ja gerne. So ein Säuerungsmittel, ne? Ich bin, dass ich das hatte. Ja. Ja. Saft. Gut. Ja, viel habe ich heute nicht gemacht. Wie gesagt, nur hier Hänsel und Gretel. Den Ofen oder einen Teil von dem Ofen. Dann habe ich davon
von diesen kleinen, das ist ja zur Aufnahme für die, für die Lichterkette. Davon habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Stück ausgesägt. Und das war's. Mehr habe ich heute nicht gemacht. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Wie gesagt, mich hetzt ja nichts. Also ich ist ja, bis Weihnachten ist noch ein wenig Zeit. Bis dahin habe ich ihn längst fertig. Und es hält halt unwahrscheinlich auf, diese kleinen Teile. Ne? Ich versuche schon immer so zu sägen, dass ich ja halt immer darauf achte, dass meine Hand nicht vorm Sägeblatt ist. Aber manchmal ist es halt einfach nicht zu verhindern. Und das ist bei mir so drinne, dass ich kann nicht anders sägen. Keine Ahnung, festspannen geht nicht, weil das ja in den im Chat auch kam. Am besten festspannen von Lothar Wuttke, der hatte das geschrieben. Kannst du nicht machen, du kannst das nicht, du kannst diese Platte nicht auf dem Tisch festspannen, nicht bei solchen Arbeiten. Wie willst du das machen? Weil du musst das Werkstück drehen, dann drehst du noch die Säge und das funktioniert nicht bei Festspannen. Deswegen muss man halt einigermaßen vorsichtig sein und klar, Risiko besteht immer, dass Sägeblatt reißt und dass man sich verletzt oder dass man sich einen Finger sägt. Das passiert. Ein echter Indianer kennt keinen Schmerz. Aua, aua, aua. Ja, Männer so. Was? Was heißt hier Männer? Ja, es ist ja... Au! Es wird ja immer gesagt, dass die Männer so wehleidig sind, obwohl ich das jetzt auch nicht unbedingt so als Frau... Das ja, ist ja auch so teilweise, ne? Ja. Wir Männer sind da ein bisschen wehleidiger. Oder besser gesagt, wir Männer sind feinfühliger, viel sensibler. Oder? Was sagt ihr dazu? Nee, ne? Der ständige Geschlechterkampf. Wer ist härter im Nehmen? Aber Frauen halten teilweise schon mehr Schmerz aus, gerade bei der Geburt. Ich glaube, wenn wir Männer das durchmachen müssten. Nö, nö. Kein Bock mehr. Kein Bock. Ja. Selbst gekauft. Nee, nicht selbst gekauft, die Frau hat es gekauft. Hm? Geschenkt bekommen. Ja, verstanden, der Chef. Geschenkt. Die Chefin. Nein, ich bin nicht Chefin. Bei uns ist niemand, wir sind beide. Bei uns gibt es keinen Chef, bei uns gibt es keinen Mein und Dein. Nein, bei uns gibt es nur unser. Alles wird irgendwie geteilt und gemacht und. Und deswegen scheint ja auch die Ehe so zu funktionieren, wie sie hier tut. Ja? Ja. Bei anderen ist das manchmal nicht so, weil es immer Streitigkeiten wegen Geld gibt oder so. Das finde ich schrecklich, ey. Ja, naja, wenn man sich ums Geld streitet oder sonst irgendwas, da stimmt ja irgendwas nicht. Das kann ja nicht sein. Da müsste ich ja stimmen, wenn ich jetzt so eine Frau wäre, es gibt ja Frauen, die würden ja gleich sagen, ja, was soll ich. Alles da brauchst, ne, und was man da an Geld, ne, aber das ist halt... So, jetzt werde ich nochmal kurz hier kurz zusammenkehren. Wer hat denn hier wieder so eine Sauerei gemacht? Also ehrlich, ey, das sieht aus hier. Musst du immer so einen Dreck machen, sag mal. Meine Güte, ey. Was ein Dreck. Naja, ist halt, wenn man hier mit Holz rummacht. Wie gesagt, irgendwann muss ich mal hinten das Zimmer klar Schiff machen. Und dann werde ich mir da hinten in dem separaten Zimmer eine kleine Hobbywerkstatt einrichten. Aber ich glaube, das ist ja der Herd, der nach oben müsste, ne? Ja, das ist der alte Küchenherd.
Rücken, ich weiß nicht, sonst vielleicht mal jemand einen. Nee, den schaffe ich alleine hoch. Den brauchst du nicht zu zweit tragen, den schaffe ich alleine. Der ist ja nicht so schwer. Den mache ich aus dem Unterschrank raus und dann schaffe ich den hoch in den Dachboden. Da tun wir den ein bisschen abdecken. Ja. Wie gut ist. So. Hier ist auch noch. Ja. Holzstückchen. Gut. Mülltüte? Ja. Ja, den brauchen wir ja eh nicht mehr. Wollen wir das hier noch? Was ist eigentlich mit der Kastenbox? Was machen wir denn damit? Ja, die können wir auch wegschmeißen. Die ist ja schon uralt. Die ist auch nicht mehr ganz so in Ordnung. Achso. Die brauchen wir ja nicht mehr. Die können wir wegschmeißen. Oder soll ich die nach draußen stellen? Vielleicht können sie ja doch jemand noch mitbringen. Ja. Ich meine, sie ist ja nicht großartig kaputt. Nee, das. Aber sie ist halt schon alt, ne? Ja, aber es gibt ja Menschen, die trotzdem was noch gebrauchen. Aber einen Zettel ranhängen, zu verschenken und unten hinstellen. Mhm. Machen auch viele. Haben wir oft gesehen, da tun Leute einfach unten am Straßenrand, da wo die auch die Müllboxen sind, da davor tun viele Sachen hinstellen, zu verschenken oder so. Ne? Ich meine, wenn die Sachen noch in Ordnung sind, irgendeiner kann es immer gebrauchen. Und von daher, ja. Gut, liebe Leute, das soll es dann für heute für das Video wieder gewesen sein. Das wird wieder aufgeteilt. Ich mache immer, ihr seht es ja, ich mache immer Premieren, die so um eine Stunde gehen. Maximal ein und eine Viertelstunde. Das reicht auch vollkommen aus. Und ich denke mal, das werden auch wieder drei einzelne Videos werden. Und so habe ich auch ein bisschen was im Vorlauf. Kann euch da immer zeigen jeden Tag, wenn ich was mache. Und ja, als Premiere finde ich's schön, weil da kann man nebenher noch ein bisschen im Chat schreiben. Ja, sorry, jetzt im Hintergrund durchs Kochen, ne, durchs Anbraten, aber ist halt so, ne? Ja, dann sage ich herzlichen Dank für euer Interesse an meinen Holzarbeiten hier. Auch nochmal recht herzlichen Dank für die Anteilnahme unter dem Video, wo ich gemacht habe für Minga. Das sind ja doch einige Kommentare zusammengekommen. Da haben ja einige einige von euch Beileidsbekundungen gemacht und so waren wir schon beide, ich und meine Frau, oder meine Frau und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, ne? Waren da schon ein bisschen gerührt. Ja. Gut, dann wie gesagt, vielen herzlichen Dank für euer Interesse und ja, mal gucken, vielleicht lege ich morgen einen Tag Pause ein. Ich muss mal ein bisschen meine Fingergelenke schonen. Vielleicht lege ich morgen einen Tag Pause ein, ich weiß es noch nicht. Vielleicht sitze ich morgen aber auch wieder hier und tue Sägen. Alles klar. Dann recht herzlichen Dank und wir sehen uns dann ja, beim nächsten Video. Bye bye.